Ich bin so überwältigt. Also ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Unser Leben hat sich so schnell verändert. Es ging alles so schnell und das wegen diesem einen Song. Alles wegen durch den Monsun. Wir sind da so dankbar für. Oh Gott, ey, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke an unsere Familie und an unsere Freunde. Und ein Riesendank an euch. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, dass wir das schon erleben dürfen. Also ich war total erschlagen, weil das ist echt schöner, dass es da bis da hoch geht und so weiter, wenn das dann voll ist mit Publikum. Und du stehst ja, ich glaube, auch mit dem Licht und so, das ist gleich ziemlich beeindruckend. Also es hat gleich echt gewirkt. Also ich finde es echt gut gemacht. Ich glaube, diese Aufteilung auch so, dass der Sänger so vorne steht und so weiter und die anderen sich da mal irgendwie ein bisschen benachteiligt fühlen könnten oder so. Das gab es auch noch nie, muss ich sagen. Genau, Gustav ist so mehr der Ruhigere. Der zieht sich ganz, ganz zurück und ist ganz froh, dass er hinterm Schlagzeug sitzt und nicht so nach vorne gehen muss. Und Tom, der ist ein unglaublicher Poser, muss ich sagen, mit seiner Gitarre. Stärkt mir von daher den Rücken auf der Bühne. Ja, Georg ist so mehr so der typische Bassist eigentlich, so mehr in sich gekehrt, die sind ja immer ein bisschen ruhiger und so. Also das ist schon so die Aufteilung und jeder ist, glaube ich, damit glücklich mit seiner Rolle. Bill ist der, sagen wir mal, geheimnisvollste von uns, also er zieht sich halt oft zurück und macht auch manche Sachen nicht mit. Wenn er keinen Bock hat, haut er halt einfach ab und so und zieht sich halt so ein bisschen mehr zurück. Total öde, also da ist ja nichts Besonderes dran. Vor allem, dass immer so viel Gewarte und dann kommen die nicht hinterher. Und oben sind super ätzend. Ich hab Bock, irgendwie da hinzufahren und ja, und nachher kommt dann halt die Aufregung, aber ich glaube auch, dass das dazugehört irgendwie. Also wenn man nicht aufgeregt ist, glaube ich, ja, wäre es ziemlich traurig. Also normalerweise sind wir vor jedem Auftritt aufgeregt. Was soll ich mich jetzt hier unterhalten? Du bist ja so heiß. Ja, hast du nicht noch einen Tag mit dir, vor mit dem? Ach, Junge, auf Lack! Ich glaube, das wird auf jeden Fall eine ganz geile Show. So eine Stunde davor fängt man ja dann immer so an, dann wird es immer ein bisschen kribbeliger und so. Und aufgeregt ist man denn eine Stunde vorher und dann steht man auf der Bühne und dann sind es die kürzesten Minuten irgendwie im Leben und dann wird applaudiert und dann geht man wieder runter. Und das ist immer ein schönes Gefühl. Also ich finde es super, dass wir viele weibliche Fans haben. Aber ich freue mich natürlich auch über männliches Publikum, was erstaunlich viel ist, muss ich sagen. Wir kriegen auch immer mehr männliche Fanpost, zwar keine Liebesbriefe, aber sie finden unsere Musik cool und das freut mich. Und was mich auch noch extrem freut, ist, wenn wir
Fanpost kriegen und die sagen uns, ja, wir haben eine Band gegründet und wollen das jetzt genauso machen wie ihr. Das finde ich extrem cool, wenn wir irgendwie anderen Leuten irgendwie zeigen können, dass das halt in unserem Alter auch schon geht. Bei mir ist es ja zum Glück so, dass ich nicht unbedingt so doll auffalle. Bin ich der Meinung. Also ich kann noch normal über die Straße gehen, 20 Meter, und auf den 20 Metern hätte Bill zum Beispiel schon wieder 5 Autogramme schreiben müssen. Also für mich persönlich muss ich sagen, dass es schwerer ist, eine feste Freundin zu finden irgendwie, weil man weiß ja nie, ob die sich auch so für einen interessiert hätte. Von daher ist es schon ein bisschen schwieriger. Natürlich lernt man viel schneller Leute kennen, man kommt viel schneller ins Gespräch. Also von daher ist es schon gut. Also es gibt auch diese zwei Seiten. Man kann sich halt auch nie sicher sein so richtig. Eine feste Beziehung irgendwie jetzt aufzubauen, wird daher echt schwer, weil man halt nie weiß, ob das jetzt irgendwie wahre Gefühle sind oder ob das jetzt halt nur ist, weil das Mädchen dich will, weil du berühmt bist irgendwie. Ich meine, für eine Beziehung ist im Moment sowieso keine Zeit, weil ich denke, eine Beziehung ist was, was viel Zeit in Anspruch nimmt, wo man auch extrem aufeinander eingehen muss, und die Zeit habe ich einfach nicht. Keine Ahnung, was es ist, was mich anpisst, wenn du da bist, Arschgesicht, nimm das nicht persönlich. Also wenn sich jemand verändern sollte aus der Band, denke ich mal, wollen wir uns alle gegenseitig runterholen. Wir kennen uns ja auch extrem lange und Familie und Freunde würden da, glaube ich, auch was zu sagen. Sind halt Freunde, ich meine, wir wissen, wenn es einem scheiße geht, dann lassen wir den in Ruhe, oder wir wissen, wie wir uns gegenseitig provozieren können, um irgendwie mal ein bisschen Stimmung so im Bus reinzubringen. Und sonst verstehen wir uns alle super blendend miteinander, und außerhalb hat dann natürlich jeder auch noch seinen Freundeskreis. So. Das ist auf jeden Fall immer tierisch lustig, und ich freue mich immer total, wenn ich irgendwie den Bus sehe und da sitzen alle Leute und ich weiß ganz genau, jetzt hast du am Abend wieder Bauchschmerzen, weil du so viel gelacht hast den ganzen Tag über. Ich hab jetzt aber echt mal Hunger. Hat noch einer was im Auto, was er braucht? Keine Fleischbrötchen. Ich bin jetzt Viertel in 2 und es gibt kein Frühstück mehr. Witz. Ich ja, Chicken Wings esse ich ja gerne. Ich finde, das ist im Gegensatz mal zu anderen Sachen mal ein echt schönes Catering, muss ich sagen. Auch eine schöne Atmosphäre hier und so, also doch. Ja, das beste Catering, was wir bis jetzt hatten. Guck mal, wir stehen nicht drauf, weil wir nachnominiert wurden. Wir haben Tonhosen, wir haben übrigens die geilste Security mit Tonhosen. Und das Liebesnest von Sarah und Marc. Und die Kuschelecke, ich wollte ja, ich glaube, Tom wollte da auch noch ein bisschen Marc unter die Arme greifen. Muss man auch, hab ich gehört. Muss man auch. So, ja, alle kriegen Tänzerin, Stefan Rath hat auch Tänzerin und alle haben Tänzerin und wir nicht. Ich finde, wir sollten auch welche haben. Ja, stimmt, wir hatten jetzt auf dem ganzen Weg, warte ich ja nur auf eine, Nena, und die war jetzt noch nicht dabei, da muss man gleich mal gucken. Hallo! Wenn ihr nachher mal Zeit habt, kommt doch noch vorbei und stellt euch noch meine Band vor, ja? Ja, cool. Genau. Cool. Super. Ich bin da um die Ecke. Mhm. Ja, wir sind schon mal vorbeigelaufen. Okay. Cool, jetzt haben wir euch gerade gesehen. Cool. Tschüss, bis dann. Ciao. Ja, aber cool. Also, da habe ich lange drauf gewartet, so. Und das ist echt schön, jetzt mal so das kennenzulernen. Das meine ich, das ist irgendwie das Geile. Du lernst eine Menge Leute kennen, so auf so einer Veranstaltung. Und ich meine, uns geht es ja nicht anders. Wir sind ja irgendwie auch noch genau dieselben wie vorher und dürfen jetzt eigentlich schon so auf diesen ganzen Veranstaltungen mitwirken und dabei sein. Also das ist schon krass. Absolut gerne live, und das ist das, was auch immer uns so ein bisschen hochreißt immer.
ja, wir haben morgen einen Auftritt, dann machen wir halt hier jetzt noch die Interviews. Wobei ich sagen muss, dass die Interviews uns eigentlich noch gar nicht auf den Sack gehen irgendwie. Es war von vornherein klar, dass wir das machen wollen und wir haben halt Spaß dran eigentlich. Ich finde es aufregend. Ich finde das schön, wenn immer Leute da sind und die begreifen einen irgendwie so die ganze Zeit. Das ist ganz cool. Also unser Alltag hat sich auf jeden Fall verändert, das kann man schon so sagen. Wir werden natürlich erkannt, wenn wir irgendwo lang gehen. Wenn nicht, sind wir halt viel mit der Band unterwegs, haben jetzt auch ein Jahr Pause mit der Schule, werden also können das halt somit besser irgendwie organisieren alles. Wir machen halt was wir quasi sonst nur nach der Schule gemacht haben. Wir haben halt, nach der Schule ging es sofort im Proberaum, wir haben nur Musik gemacht. Wir können das jetzt den ganzen Tag machen und das ist eigentlich umgekehrt. Das heißt, wenn wir jetzt neben der Musik noch Zeit haben, machen wir Schule. Und das lässt sich so gut kombinieren dann. Es steht halt, stand Presse vor der Schule und die kam auch ins Gebäude irgendwie und dann wurde ich halt mitten im Unterricht aus dem Sekretariat durchgerufen, dass ich doch mal bitte ins Lehrerzimmer kommen sollte, weil da irgendein Typ von irgendeiner Zeitung steht und ein Interview mit mir machen will. Und sowas geht halt gar nicht. Lieber, aber also ich persönlich könnte mir vorstellen, wenn ich vielleicht verliebt wäre, dass ich denn wollte, dass ich die Tiefen. Aber so an sich ist man völlig frei und geht einfach auf die Bühne und werft nur rocken und spielt für die Fans so. Haben wir jetzt eigentlich schwarze Stifte? Nein. Nicht nur schwarze Stifte? Nee, nee, nee. Du stehst ja drauf, ne? Ja, das ist ja, lass gehen. Nimm mal Kaugummi, Georg. Wir laufen eigentlich so rum, wie wir immer rumlaufen und ziehen uns für die Bühne eigentlich nicht nochmal extra um. Nö, wir kommen halt morgens so hierher und bleiben den ganzen Tag so. Ja, also so wie wir halt irgendwie jetzt hier aussehen, würde ich jetzt auch in die Schule gehen. Also ich laufe immer so rum. Also, ich glaube, es waren noch nie so viele Leute beim roten Teppich. Also, ich war echt überrascht, wie viele hier stehen. Jetzt waren wir auch so ein bisschen aufgeregt. Ja. Das stimmt, doch, jetzt kommt langsam die Aufregung. Auf jeden Fall, die Aftershow-Party wird ganz nett werden, da freuen wir uns schon drauf. Der Auftritt natürlich tierisch und ich bin auch gespannt, ehrlich gesagt, wer den besten Newcomer-Comedian gewinnt. Ich denke, es wird ganz, ganz knapp werden, weil es sind echt gute Sachen dabei, auch sehr, sehr erfolgreiche Songs. Also mal gucken, man darf gespannt sein. Wir sind völlig unterschiedliche Charaktere und wir kennen uns jetzt 5 Jahre, kennen alle Macken voneinander, irgendwie alle Ticks. Und man weiß ganz genau, wie man einen aufziehen kann, aber man merkt auch, wann man einen in Ruhe lassen muss irgendwie. Und das ist halt einfach der Vorteil von uns. Müssen wir da jetzt nicht mal hin langsam jetzt? Wie spät ist denn das? Mann, wir sind vor der 14 auf die Bühne, es ist jetzt gerade vor der 9. Stehen wir mal vor. Du bist so bekloppt, Junge. Was denn? Oh, schön. Ich bin richtig nervös. Ja. Also, so total. Ich glaube, so nervös war ich schon lange nicht mehr. So. Ja. Also ich bin gerade, alles ist noch nicht nervös, aber ich bin richtig ja. Fertig mit Nerven. Ich bin richtig kribbelig. Fertig mit Nerven, Alter. Also, Tom macht das anders. Tom. So wie wir uns hier benehmen wir uns auch sonst. Also,
wir schmeißen uns gegenseitig Sprüche an den Kopf und wir machen hier und da, machen da einen Spaß. Also da wird nicht unterschieden, ob wir jetzt nur im Backstage auf dem Kometen sind oder ob wir jetzt zusammen irgendwie in einem Café sitzen oder Probe haben. Wie langweilt mich alles. So, jetzt ganz kurze Info, Georg und Gustav sind nicht, Gustav und wir sind nicht schwul. Tokyo Hotel ist unterwegs zur Nominierung. Tokyo Hotel steht vor dem Eingang zur Nominee Lounge. Jetzt wird's laut. Der Komet! Für den besten Newcomer 2005 geht an Tokyo Hotel! Wow! Ich bin so überwältigt. Also ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Unser Leben hat sich so schnell verändert. Es ging alles so schnell und das wegen diesem einen Song. Alles wegen durch den Monsun. Wir sind da so dankbar für. Oh Gott, ey, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke an unsere Familie und an unsere Freunde. Und ein Riesendank an euch. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, dass wir das schon erleben dürfen. Ich stehe so backstage und ich freue mich natürlich riesig, wenn die Halle groß ist, viele Menschen da sind, um uns zu hören. Und wenn du dann rausgehst und du weißt, dass du den Menschen in dem Moment irgendwas gegeben hast und die freuen sich darüber und nehmen das auf. Ich glaube, so, das ist das Größte, dass man quasi mit seiner Arbeit anderen Leuten Freude machen kann. Man hat auf der Bühne einfach so viel Adrenalin im Blut, dass man gar nichts mehr mitkriegt. Also man kommt danach runter und weiß nur noch, dass es extrem geil war. Auch gerade das Kreischen und so, das ist so unglaublich, vor allem wenn es so viele sind. Ich muss durch den Monsun, hinter die Welt, am Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt. Gegen den Sturm, am Abgrund entlang, und wenn ich nicht mehr kann, denk ich daran. Irgendwann laufen wir zusammen, durch den Monsun, dann wird alles komplett ein anderes Gefühl, wenn man dann da steht und die Halle ist voll und die Leute stehen da. Du kriegst nochmal einen ganz anderen Schub. Und die Halle sah ja schon vorher groß aus und mit den ganzen Leuten drin war es irgendwie noch größer. Genau. Der kam es irgendwie noch viel höher vor, irgendwie, als ich die obersten Ränge gesehen habe. Das war. Und ja, und da haben wir dann auch alle Herzklopfen gehabt. So. Der Superkomet. Oh, oh. 2005, meine Damen und Herren, Tokyo Hotel! Wow! Yes, kommt herzer! Ich muss sagen, das macht uns langsam Angst. Das ist ja unglaublich. Hier sind so viele gute Künstler und wir kriegen jetzt noch einen Kometen. Wir waren schon froh, dass wir noch nachnominiert wurden für den einen. Das ist alles so unglaublich. Das haben wir euch zu verdanken. Dankeschön. Tokyo Hotel!
uns steht für jeden fest, dass wir immer Musik machen werden. Wir werden alle immer Musik machen, glaube ich. Weil das ist das, was wir wollen. Und wir, ob wir nun in ausverkauften Hallen stehen, ob wir nun wieder Gold irgendwo drauf kriegen oder ob nur 10 Mann da stehen oder ob wir nur im Proberaum spielen, wir werden immer Musik machen, glaube ich.